So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit dem Cherry. Das bin ich, aka The Real Forest Elf. Ja, und ich habe endlich mal das Mikrofon-Setup, was ich wollte. Okay, cool. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachen. Wir waren in der letzten Folge bei dem Mage hier. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Was wir denn für ihn besorgen können. Meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet. Sind wir immer down dafür, oder? Sind wir immer down dafür. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Ja, keine klar. Fragen nach dem Wie oder dem Was. Bam. Das gefällt mir. Sollen wir den Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Natürlich. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Das klingt kompliziert. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Tja. Klingt soweit erstmal ganz chillig. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Es war ja das schöne Grab, das wir gesehen haben, als wir in das Tal eingezogen sind. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Was heißt hier erbärmlich? Das ist ein knuffiges Dorf, Alter. Immer hier hart dissen, ne? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. So. Ein Schüler der Kunst? Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um ihr Geheimnis zu lernen. Heißt, ich muss irgendwas mit einer Verzauberung erstmal rippen, bevor ich da großartig dann weitermachen kann. Okay, ich verstehe. Ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Einen gefüllten Seelenstein? Ich habe alles. Nächste Frage, wie fülle ich einen Seelenstein? Kritisch. Okay. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Ein bisschen Folklore lauschen. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Ist auf jeden Aber Fall. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg essential. Hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Mhm. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Okay. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Hm. Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgrufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Okay. Daher auch der Name Drachenfeste. Ich verstehe. Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in Wie der kann Stadt man technisch auch einen gesehen Priester, der einzige Zauberer eine Priesterin, sein. Okay. einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Na, aber sicher doch. Gut, ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Na, ist der frech. Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Ja, die Akademie ist da. Okay. Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für diese Art von Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Olaf Einauge, das wäre Uhaha. Absolut faszinierend. Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Vermutlich nicht. Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, kümmert es mich nicht, wer die Befehle gibt. Okay. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und eure sinnlosen Fragen langweilen mich zu Tode. Lebt wohl. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können. Und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ölsturzhügelgrab. Wir brauchen es so schnell wie möglich.
Ich will es einfach ausdrücken, damit ihr es auch versteht. Ich berate den Jarl in magischen Dingen. Ich will den jetzt trotzdem ausfragen, bis auf den Grund der Tatsachen, Alter. Um den Sachverhalt zu erklären und das bestmögliche Vorgehen zu empfehlen. Kabam. Hoffentlich sind eure Fragen hiermit beantwortet. Lebt wohl. Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Ich möchte trotzdem noch wissen, was du zu verkaufen hast. Ich denke, das wird euch gefallen. Okay. Guck auf die Goldkette, sie ist immer frisch poliert. Rolle der Hysterie. Bücher gibt's. Seelensteine, so. Ich hab Silver Ranks zu verkaufen. Ich hab ein Buch zu verkaufen. Den Seelenstamm behalte ich erstmal. Da haben wir wieder ganz gut Gold. Würde ich Sie wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Und das hört man doch gerne. Wird in eurer Schuld stehen. Alright. Ich sollte mich dann wohl auf den Weg zur Hügelfeste machen. Moment. Wicked World Map. Also. Okay. Sollte ich nicht in der Drachenfeste sein? Ja, doch, da bin ich. Alles gut. Alles okay. Edorans Zuflucht. So. Ödnishügelgrab, hoffentlich halbwegs markiert. Da geht's jetzt hin. Ja. Ich schau nochmal, ob ich mit dem Jarl reden kann. Ich glaube, das hat sich Was jetzt. Was benötigt ihr? Ich höre. Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Gute Vorbereitung, beständiger Wachsamkeit. Ein Hofzauberer Farenger forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, also die sich hier nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Kiefiger. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Okay. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Okay, okay. Wie kommt er darauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Okay. Kommen wir zur kritischen Frage. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Aber Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Yeah, bro. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Okay, also wir sind noch am Chillen. Cool. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Stadtführer. Ich stehe auf die ganze Zeit neue Stufe. Habe ich das nicht schon längst vergeben?
Ja, ne? Okay. Good. Good, great. The way to go. Machen wir uns auf Richtung Himmelsgrab. Und genießen wieder die wunderschöne Grafik von Skyrim. Dieses Mal nehme ich es auch in 4K auf. Wird aber für euch dann auf YouTube runtergerendert, falls es keinen Sinn macht. Mit 4K. Talos, I love you. Yes. Großartig, so stelle ich mir das vor. Ich habe Wochen gebraucht, okay, um die Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht allein. Diebeshöhle in der Nähe, ja stimmt, da war ja noch irgendwie so eine Side-Mission, die noch leicht incomplete war. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Nein. Gute Tat des Tages tun. Ich will mich nicht mit dir unterhalten. Ich will... Ich kann niemanden mehr. Wenn ihr in Weißlauf... If you know what I mean. Yes. Räusper, sag ich mal, sonst blau hinein. Irgendwie ist meine Stimme mich gerade zurück. In der Tat nervig. Ich wollte hier das Pferd stehlen, Alter. Das Pferd hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir in der Tat zugesagt. Ich will dein Pferd. Motherfucker. Give me your horse. Ich habe die schnell. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Jetzt sag nichts Falsches, Bro. 1000 fucking Goldstück. Fuck! Warum ist das so teuer? Wie ihr meint? Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Ich will ein Pferd. Und es hat viel Temperament. Ich will ein Pferd. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Gibt's ja nicht die Möglichkeit, irgendwie Easy Credit oder sowas? Fuck, ich hätte so gerne ein Pferd. Ihr könnt eins haben, das bereits gesagt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Why is it so expensive? Kommt wieder, wenn ihr die nötige Summe habt. Reitet schnell wie der Wind. Wenn ich es einfach stehle, kann ich wahrscheinlich nie wiederkehren. Das ist es nicht wert. Ich werde einfach speichern. Und dann schnell nach Flusswald reisen. Von da aus Richtung Himmelsgrab. Und dann werde ich reich werden und mir ein Pferd leisten können. Soweit wäre die Hoffnung. So sieht also Flusswald tagsüber aus. Ist ja ganz nett. Ist ja ganz nett. Ah, hier war der Schmied, ne? Genau. Hier in Flusswald, was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Okay. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Yes. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Okay. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Chilliger Job. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Hm.
Eisenstreitkolben. Ne, da habe ich momentan eine wesentlich bessere am Start. Der Schild wäre halt noch mächtig. Und die Stahlpanzerhandschuhe waren halt auch mächtig. Wäre schon halt 71, ist allerdings echt so eine Sache. So. Bis zum nächsten Mal. Müsste ich jetzt alles wieder klauen, Mann, das ist ja scheiße. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Oh, Baby. Trotzdem habe ich gehört, das darfst du nicht sagen. Not like that. Don't do that. This is not healthy. So gar nicht. Ich muss also hier über den Fluss drüber. Wahrscheinlich war der Flussübergang unten. Oh, hier gibt es sogar ein Lager mit schnell mal was kochen und so. Ich habe jetzt noch nicht geschlafen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das in dem Spiel jetzt schlecht oder gut ist. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass Waldelfen nicht schlafen müssen. And I thought to myself, fuck it. Yeah, that's what I thought. Fuck it. Und tatsächlich ist da der Flussübergang, den ich mir erhofft hatte. Und danach müssen wir, glaube ich, links. Jenseits des Wasserfalls den Berg hinaufsteigen. Welche Gefahren wohl auf uns lauern werden? Ich würde sagen, wahrscheinlich zunächst Wölfe. Kick in the face. Smash on the back. Und Wolfspelz gain. Das ist schon mal sehr schön. Kämpfen wir uns durch die Wölfe nach oben. Hoppla. Mauspad mit 1000 DPI ist schon ein bisschen schnell hier. Warum bin ich heute von solch Heiserkeit geplagt? Das erzürnt mich geradezu. Hier oben mit dem Turm geht's also wahrscheinlich los in dieses Grab. Ich rechne eigentlich stark mit einem weiteren Wolfsangriff noch. Spätestens da vorne muss ja irgendwie... Okay, gut. Fuckers! Banditen! Tja, die konnten wohl auf jeden Fall gar nicht mithalten. Wenn das so weitergeht, dann mach ich... Okay. Der ist gut gepanzert, der Fucker. Ah, hat auch schon kassiert, glaube ich. Halt einfach irgendwie zu schnell zu krass aus. Eisenrüstung. Useless. I fucked that guy up. Relativ erfolgreich soweit. Relativ erfolgreich. Okay. Ich müsste jetzt eigentlich noch ein Stück weiter hinten rumgehen, aber ich suche jetzt mal hier noch nach Loot ab. Wenn die ja hier ihr Lager hatten,
finde ich hier ja vielleicht was Schönes, so ein Geldbeutelchen zum Beispiel. Auch wenn es bloß 19 Goldmünzen sind, immerhin sind es 19 Goldmünzen. Oh, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich verstehe. Ein leeres Fass. Eine Laterne. Was die hier so rumfliegen haben, süß. Okay. Gut. Dann haben wir hier oben noch eine Kiste. Ja. Hat sich also doch gelohnt. Granatstein kann ich bestimmt irgendwelche Juwelen herstellen. Ne? Gut, hat sich also der Weg nach oben gelohnt, durchaus. Das sieht man doch gern. Der Weg nach unten ist beschwerlich. Aber machbar. Mit genügend Gelassenheit, ja. Und es geht dann doch hier hinten weiter. Können wir kurz zwischenspeichern. Ich starte ja in dem Spiel eigentlich jeden Fight mit jedem komischen Antifa Crust Punk. Ich kenne da gar nichts. Ja. Dementsprechend legt man sich auch mal zu vielen Crust Punks auf einmal an. Geht so unstrategisch vor, da muss man mal zurücksetzen. Habe ich so gemerkt. Feinde lauern auf uns. Nummer 1 haben wir. Okay. Eine weitere Stufe wäre geschafft. Haben wir noch Feinde da, die uns umringen? Das Radar zeigt mir keine mehr an. Geh mal davon aus, wir waren erfolgreich. Langbogen, nein, da habe ich immer noch einen besseren, glaube ich. Dietrich nehme ich doch immer gern. So, was ist die eine Tussi, die... Ah, die liegt da auch noch rum. Okay. Gut, siegreicher Marsch. Und Stufenaufstieg. Wir updaten... Die Gesundheit. Ja. Es geht anhändig weiter. Hallo, 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 hallo. Ja, dieses Talent bitte verbessern. Dankeschön. Ah, sehr schön. 40% mehr Schaden. Check. Kaiserlicher Bogen. Ich wollte noch... Wiederherstellung, weil das das hier ja eins meiner Talente ist, noch hinzufügen. Weil ich mich, glaube ich, relativ erfolgreich selbst heilen kann. So, wir suchen aber hier trotzdem noch alles ab, natürlich. So viel Zeit muss sein, auch wenn jetzt hier dunkel wird. Ich habe eine Fackel. Vielen Dank. Because I carry the light. I bring them light. I am the light bringer. Ja, macht schon was her. Einfach nur mit dem HD Texture Pack. Auch wenn das Spiel 2012 rausgekommen ist. Damals ging der ganze Hype so ein bisschen an mir vorbei. Natürlich so Klassiker wie Bus Roda, was man halt kennt, ne?
aber... Jetzt packt es mich trotzdem ziemlich noch, muss ich sagen. Mit vollem Ernst. Okay. Let's go into the stealth position. Take the bow. Kein Planer betrifft gerade. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Okay. Dann habe ich viele Pfeile gewastet. Dafür mal ein bisschen Bogen geskillt. Muss ja auch mal sein. Ah, das Geberschwanz kann gut halt sein für Alchemie. Okay, ich verstehe. Gold hatte der und Bier. Wie können die Hundeviecher bitte irgendwie Gold dabei haben? Ah, ich habe doch beim ersten Mal scheinbar irgendwas erschossen. Zank, da liegt was. Liegen hier noch Pfeile rum. Ich glaube nicht. Erstmal die Kolben wieder raus. Hier muss dann noch Dinge zum Durchsuchen geben. Wo sind das eher so Rattenviecher? Bei genauerer Betrachtung. Okay, hier war eine schöne Kriegsaxt. Hat einen Schaden von 13. Was hat... Fuck, das ist ja auch noch eine scheiß Sidequest. Richtig. Kolben haben aber einen Schaden von 14, das ist ziemlich mächtig. I'm so good at this. Pelzarmschienen. Ich passe. So, dann wagen wir uns weiter hinab. In das Grab. Da ich vielleicht den einen oder anderen überraschen möchte, gehe ich hierbei ein bisschen vorsichtig vor. Vielleicht kann ich da nämlich ein paar strategisch günstige Shots erzielen. Erkennen. Oh,
Frage ist, ob ich irgendwas höre. Kann ich jetzt wieder ausschließen noch bestätigen? Da vorne liegt wieder ein toter Skiver. Hat der schon einen leichten Gruselfaktor, muss ich gerade gestehen. Irgendwie bleibt die Angst, es könnte gleich alles auf einen runterfallen. Vielleicht. Versteht ihr, was ich meine? Bleibt aber auch entsprechend spannend dadurch, was ich gerade sage. Da entsteht er. Okay. Ich bin nicht gerade, hier war doch einer. Da liegt er da tot. Ah, sieht ganz danach aus. Okay. Cool. Beziehungsweise auch nicht so cool, weil war ja nicht mein EP. Schlange. Rechts Delfin. Bitte Schlange. Also wir stellen hier mal zweimal Schlange ein. Schlange. Schlange. Da ich Monk bin, mache ich das einfach instinktiv mal so. Das ist meistens bei so Rätseldingern irgendwie so oder so in der Richtung. Zaubertrank. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, dass wir einen Kampf vermieden haben. Ich hätte, glaube ich, die EP echt gern gehabt. Aber naja, bevor wir den Hebel ziehen. Ihr merkt es gleich, I save a lot. Cool. Die Tür geht auf und wir kommen durch. Wow. Seelensteine werden uns präsentiert. Lesen die. Scheint eine seltsame Message zu sein, würde ich mal so behaupten. Okay, gut. Tränke nehmen wir natürlich wieder mit, was wir können. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Okay, gut, dann. Ich überschreibe jetzt einfach mal den hier. War jetzt eh noch nicht so weit. And down we go into the darkness. Oh shit, and I should have taken out my melee weapons against these fuckers.
don't know if I'm defensive. Anything. But they seem to run from me. One down. And the third one down. I'm so good at this. Okay. Der hat einen Schwanz dabei, der hat einen Schwanz dabei. Ha, wie schön, der hat auch einen Schwanz dabei. Was machen die jetzt mit ihren Schwänzen, wo sie tot sind? Okay, was wartet ihr auf den Tisch für mich? Rollt des Feuerballs. Ein Gift der Lähmung. Kann ich meine Waffen mit einem Gift überziehen? Das finde ich lustig, Mann. Irgendjemand ist da, aber ich kann ihn noch nicht erscannen. Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Wow. Ich dachte schon fast gerade, da war was. Oh mein Gott. Welche Transgender werden uns jetzt überraschen? Cliffhanger, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bei Sam. Bis dahin, gehabt euch wohl und Peace.